Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, neue Aufnahmesession. Es ist wieder mal Sonntag und die gleichen Protagonisten wie den Herrn Kaiser habe ich vor mir. Guten Tag. Guten Tag. Kommst du mir so nahe hier? Ja. Lenklein-Block setze ich mal direkt. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Aber wohin? Hier oben in die Mitte und dann betonieren wir den ein. So. Warte, dann haben wir aber, lass uns im Boden was raushauen. Ich werde im Boden was raushauen. Ja, oder warte mal, Landclaim-Block. Können wir hier oben einmauern. Ja. Sieht zwar ein bisschen spackig aus, aber da kommt ja keiner dran. Komm, wir setzen ihn hier rein. Da. Bom, bom. Da. Der Landclaim-Block. Was? Ich kann immer noch nichts aufnehmen, weil wir wahrscheinlich zuerst den Lenklein-Block hätten setzen müssen und dann kann man die Klamotten aufnehmen. Fürchte ich. Wie jetzt? Was ziemlich kacke wäre. Das verstehe ich jetzt nicht, was du meinst. Ja, ich kann eh gedrückt halten, aber es passiert nichts. Ich kann nichts aufnehmen. Ich verstehe jetzt nicht, was wir alternativ hätten machen können. Bei der Hausbesetzung zuerst den Block setzen und dann die Gerätschaften bauen. Aha. Alles erscheint leider keine Hand, wenn ich eh gedrückt habe. Wozu hast du denn den kleinen Block jetzt überhaupt gesetzt? Um zu gucken, ob wir die Sachen mitnehmen könnten. Oder hier zum Beispiel der Shotgun geschützt. Bist du überhaupt in einem Range? Ich meine, Landclaim-Block hat auch den Server. Zack, genau. Ob das ein Range ist, ist die Frage, ne? Wie ist der eingestellte Server? Kann ich nicht sagen. Also das hat schon mal funktioniert. Das war Standard. Ich meine, 7 Blöcke ist das, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Das müsste reichen. Also bist du denn, bist du ein Mischmaschinen? Wie hast du das jetzt, wie wolltest du das aufnehmen, oder? Wenn du E gedrückt hältst, dann erscheint normalerweise so eine kleine Hand. Geht bei mir gar nichts. Mhm. Gehe ich nur rein. Bei mir leider auch nicht. Und beim Geschütz konntest du es, aber ich denke mal, das Geschütz ist doch das ging jetzt, was trinken. Es ist doch logischer, dass man das Geschütz irgendwie, oder? Mitnimmt, ja. Das ging nämlich letztes Mal, glaube ich, nicht. Ja, ist ja gut. Wir das schon mal zusammen, so. Soll ich mich erstmal satt trinken? Wir hatten drüben, was hat man drüben angepflanzt? Moment, wir sind mitten am Tag der nächsten Horde. Ja. Und wir waren hier unten mit der Absicherung soweit durch, ne? Das steht. Das heißt, wir müssen jetzt noch Holz holen und nochmal neue Spikes nachsetzen. Ja, ich habe noch, habe ich nicht mehr. Ich dachte, ich hätte Spikes, aber alles leer. Wie sieht's mit Pfeilen aus? Hast du noch welche? Die Crossbow? Jetzt müssen wir noch Federn holen. Ich habe 92, habe aber auch 250 Federn. Nein, mehr sogar. 200, 340 Federn. Oh, cool. Also wenn du Spitzen ansetzen würdest oder wenn wir die irgendwo haben. Spitzen. Nee, okay, dann mache ich welche. So, ich, und vielleicht ein paar von den, Barbäuer. Mhm. Das sind ein paar Spitzen, so, Barbäuer, haben wir noch was, oder ist alles weg? Ich glaube, das Eisen war das Problem, was wir nicht hatten, oder? Ich 7 Barbäuer-Fences haben wir noch, hierher. Yeah. Ja, in der einen ist Eisen, eigentlich zu Genüge, aber dafür kein Clay, in der anderen ist es, ja, ausgeglichen. So, ich muss mich aber erstmal heilen. Hä, hier geht's ja gar nicht durch, haben wir. Was zum Heilen haben wir nicht, ne? Ja, doch. Kacke. Doch, geht. Aber zum Heilen doch müssen wir haben. Antibiotikum. Essenskiste? Sowas meinte ich, oder? Nein, Antibiotikum nicht. Also gegen Verseuchung haben wir, glaube ich, nicht. Wieso bist du verseucht? Doch, das weiß ich nicht mehr. Zu lang her, gell? Wir haben letzte Aufnahmesession, ja, da ist irgendwas passiert. Aber ich sterbe eh wieder, von daher ist ja egal. Stimmt. Ich habe kein Holz mehr, alles klar. Das ist unglaublich. Gut, dann schlage ich jetzt mal Holz. Ja, ein neuer Crossbow wäre irgendwann mal geil, aber das reicht für die Horde. Was haben wir denn letzte? Ich hätte mal in die alte Folge reingucken müssen, ne? Wir wollten absichern. Ja. Dann haben wir gesucht. Knast also machen wir noch nicht. Nee, war zu groß. Heute genau, da kriegt was. Oh, ich bin Level 57. Yay. Yeah. Pam. Was hat jemand gesagt? Oh Gott, was habe ich? Irgendjemand hatte gesagt, Survival soll man The Survivor-Punkte reinsetzen. Weil weniger Essen und. Ja.
Da habe ich jetzt 4 Punkte reingesetzt. Okay. Bad Mechanic. 20 Punkte habe ich nicht. Okay. Ich habe jetzt erstmal einen Survivor, weil dann ist das mit dem Essen und so nicht das Problem. Das kam als Tipp, das habe ich mir gemerkt zumindest. Ja, das ist gut. Also es kommen mir immer einige Tipps, aber das ist so das, was ich mir jetzt bis dahin gemerkt hatte. Wir bräuchten. Achso, genau, ich bin gerade am. Ich habe gerade Mehl durchgecraftet. Ja. Verbindung super. Mit dem Massa können wir da. Das werde ich gleich mal machen. Können wir mal. Futter mich gerade schon mal voll. Genau. Ich habe noch Dünger in der Tasche. Ich schmeiß den mal mit in die Essenskiste rein. Mit dem Eisen und schmeiß den hier rein. Kohle und Brass. Boah, gibt's so einen Schlagbaum? Gibt ja richtig viel Holz jetzt. Das geht nicht. Das ist richtig geil, ja. Zack, zack. Ein Schlag, 28 Holz. Also. Chop the tree. Achso, warte mal. Schnittspieler. Ich habe auch vorhin bei der Raubling im Stream zugeguckt, die auch wieder 7 Days to Die gestreamt hat. Mhm. Und die hat irgendwie eine 600er Stahlpickaxe. Du kommst mit einem Schlag, kriegst du Stahl. Genau. Ja, genau. Das habe ich vorhin auch noch getestet, das geht. Endlich wieder. Alpha 15 musstest du da ein bisschen rumtricksen. Zum Weichfallen. Warte mal, Eisen, Clay. Hat man eine Mine gefunden? Ich weiß das gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Naja, nee, wir hatten. Nee, wir hatten nachgesucht. Ja. Ach, sag mal. Steht 2 Meter vor dem und trefft den nicht. So, ich werde jetzt mal das Road ansetzen. Yo. Wasser craftet gerade noch durch, habe ich gesehen. Naja, ich habe. Naja, das war dabei. Ich habe aber schon mehrere Stacks rausgenommen. Na, sehr gut. Wir können zur Not auch ein 2. oder 3. Campfire machen. So, was fehlt jetzt? Hey, Dicker. Bitte? Ja, der Nachbar ist aufgewacht hier. Ach ja. So eine billige Ausrede jetzt. Nachbar Schulz. Warte mal. Zack, 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 zack. So, da würden jetzt 89 Brot durchcraften. Hat man nicht so einen Pillenladen irgendwo? Nee, ne? Kabump. Was willst du mit Pillen? Wir haben doch drüber gesprochen. Antibiotikum. Ich brauche sie aber. Oh, jetzt habe ich Moldy Bread. Bringt aber auch nichts. Ich hole auch mal ein paar Bäume. Hatte ich nicht eine bessere Axt? Ne. Hab schon so viel Stahl durchgeschmolzen. Ich glaube, das Maisbrot ist echt vor so bin. Das ist super, ja. Bringt alles, was du brauchst. Meat Stew ist sehr teuer, also ich meine, der pusht dich natürlich enorm nach oben. Kostet aber 5 Fleisch pro. Ja, nee, das ist, also ich finde, es lohnt sich nicht. Also, da backe ich lieber 5 Millionen Brot und hau mir die rein, weil ja. Es gibt ja keine, wie sagt man das, Fehlernährung oder sowas in dem Spiel, ja. Ne? Wieso überhitze ich? Was habe ich an, dass ich überhitze? Ach. Gar nichts. Ich habe eigentlich nichts an, was mich überhitzen lässt. Die Handschuhe haben +1, dann habe ich einen Lederponcho mit -11 und das war's. What? Trink Tee. Ja, mach ich gerade. Vielleicht, weil ich in der Nähe von den Dings stehe, von den Öfen, aber das ist mir auch komisch. Na gut, es kam auch kein Update. Ja, im gut. Innenraum ist es sehr warm, wenn da irgendwas an ist. Mhm. So, ich würde jetzt die. Ach, shit. Weggeschlagen, na super. Maus hast du verwechselt. Was? Ich hab kein Holz? Was? Ach, weil ich die ganzen Spitzen durchgecraftet hab. Ich dachte gerade, du hast so Bäume gerade abgesäbelt und will repariert und denk, okay. Oh, ups. Was war das? Hast du hier irgendwas kaputt gemacht? Leicht den Arm abgeschnitten. Ja, da kamen ein paar Leute raus gerade. Ich hab übrigens 90 Spikes. Oh, super. Ich mach jetzt auch noch ein paar. Ich finde, es geht eigentlich mit der Lautstärke mittlerweile. Was? In der Hocke geht's leider nicht mit der Kettensäge. Oh. Ist eh Quatsch, dass du aus der Hocke leiser schlägst. Also, weißt du? Ja, ja. Warum? Weil du zärter zuschlägst? Oder weil du nicht den. Genau. Der Schall ist nicht so hoch über der Erde und deswegen. Nee. Mhm. Ding dong.
So. Okay, Zombies sind nicht hier. Naja, gut, ich glaube, wir schaffen das ganz gut von der Zeit. Ja, ja, wir müssen den Untergrund noch ein bisschen erweitern. Also wir müssen noch Mining-Schächte irgendwie mal in alle Richtungen aus unserem Bedrock da, weißt du, machen. Auf jeden Fall. Wir töten den Kran, der Kran ist schon weg. Ne, da hinten steht er. Den Kran? Ah, den Kran, ja, stimmt. Ja, können wir machen, natürlich. Haben wir nicht einen Turm hier in der Nähe? Nee. Wie wir es bei dem anderen hatten? Ich meine, da können wir schnell hin und können das Ding, ne? Würde gehen, aber dann brauchst du auch so lang zum Schlagen, also. Nö, das geht, nee. Also mittlerweile sind wir ja high trained. Genau, ich wollte gerade sagen, nee, wenn du einen Kran siehst. Oder einen Turm, sag Bescheid. Mach ich. Kran ist noch an der Baustelle, aber machen erstmal Spikes. 98 Stück. Wollte lang, ne? Ja, ich habe auch 90 angesetzt und ich habe auch schon einige fertig. Also wenn du willst, kannst du setzen, weil ich würde gerade die Spikes reparieren, die kaputt waren. Kaputt, gut, mache ich. Ich hole den einen Baum noch hier, pflanz nach. Ja, das habe ich noch nicht gemacht. Nachpflanzen habe ich nicht mehr so. Na, ich versuche es mal direkt zu machen. Das ist die Schlampe. Die nicht Nachpflanzschlampe. Genau. Welchen Range man Sachen reparieren kann, das ist echt wieder erstaunlich. Ist gut, ne? Ja, ich habe jetzt mir den Hammer genommen. Es hat nämlich jemand in den Kommentaren gefragt, ist der Hammer nicht viel besser als die Range? Ja. Wahrscheinlich kommt als nächstes in den Kommentaren die Gegenfrage, wieso benutzt er nicht? Vor allem man beim Zocken manchmal einfach nicht an Sachen denkt. Ja, ich bin dann auch für den Hinweis eigentlich dankbar, weil ich merke... Also mir geht so, ich denke so, hä? Okay, ja stimmt, hätte es eigentlich machen können. Aber ja, ja, natürlich. Nicht gedacht. Ach, das ist... Ich glaube, als Zuschauer bist du eh aufmerksam. Das merke ich ja mir selber, wenn ich irgendwo zuschaue. Dann denke ich mir, oh, warum sieht er das nicht? Da oben rechts ist doch einer. Also ich, als Zuschauer hast du einfach einen ganz anderen Überblick, weil du dich nicht fokussierst auf das, was du tust. Das stimmt. Also von daher, mein Gott. Immer sind die Leute, die dann einen für doof halten, weil man das nicht sieht oder weil man einen gewissen Punkt nicht sieht. Dann denke ich mir so, yo. Du Vollhorst. Du bist ein Profi. Warum siehst du das nicht? Nee, ich würde halt mal gerne, weißt du, die meisten, die sich da beschweren, die haben, glaube ich, noch nie probiert, ein Let's Play zu machen oder so. Also jeder, der ein Let's Play schon mal aufgenommen hat, wird das wissen. Oder selbst so im Stream, wenn du dann irgendwie als so unkonzentriert oder so ein Kram bist. Weil im Stream macht man ja auch viele Dinge. Man achtet auf den Chat, man guckt, dass die Aufnahme läuft. Ich kontrolliere zum Beispiel ganz häufig. Gibt es Spikes, wenn du hast? Ja, weiter. Ich gebe jetzt erstmal die 25. Danke. Ich kontrolliere dann ganz häufig, stimmt die Bandbreite noch, droppe ich Frames und weißt du, da gibt es so viele Kleinigkeiten, auf die man damit vielleicht achtet. Das ist ja Gott sei Dank bewiesen, Menschen können kein Multitasking. Ja. Multitasking führt zu einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ja. Also eine Konzentration, du hast keine Aufmerksamkeit mehr, wenn du Multitasking machst. Und wenn du Minas heißt, hast du ein Doppelte. Ich merke das, aber wenn ich total konzentriert bin, dann rede ich auch nicht. Was? Wenn ich sehr konzentriert bin, ich höre nicht zu, wenn jemand... Achso. Hast du was gesagt? Ja. So, jetzt bin ich hier dreireich auf der Seite. Ja, sehr gut. Ich mach den inneren Kreis gerade nochmal ein bisschen hübscher. Hier vorne sind wir nur zweireich, gell? Auf diesem Bereich. Ja, hey, hier sind wir ein paar hin, warte mal. Ja doch, hier können wir noch setzen. Auch noch eine dritte Reihe. Und hier in die Ecke ist noch komplett offen oder wurde halt durch Zombies aufgemacht. Ja. Wir machen das so, wenn die Horde kommt. Ich habe Strom, habe ich schon außen rumgelegt. Ja, muss ich nur noch verbinden. Guck ich schnell, wo die herkommen und dann setzen wir da das Geschütz hin. Das kann man dann ein bisschen supporten. Gut. Haben irgendwie 70 Schuss oder so und das. Müssen halt hier mal diese Lücken. Ja. Alle. So, jetzt gucke ich mir im restlichen Holz, was ich noch an Spikes machen kann. 32 und dann hole ich gerade wieder Holz. Möchtest du die Kettensäge haben? Wir müssen das. Ja, kannst du mir mal geben. Dann kann ich auch mal mit der Kettensäge arbeiten. Da und ein bisschen Benzin. Danke, Onkel. Bitte. Viel Spaß. Mit meinen Zuschauern auch mal ein bisschen. Nicht in die Beine hacksen. So, Kinder. rette sie, wer kann. Oh, eine Horde. Ich wollte gerade sagen, war da nicht was? Die nehmen wir mit. Oh, das ist aber... Das ist nicht ein Hörtchen, das ist eine ausgewachsene Horde. So, jetzt auch wenn die mich jetzt töten, so, boah, sind aber echt viele. Aber Krankenschwestern, geil. Auf die konzentriere ich mich mal. Vielleicht gibt es ja Antibiotikum.
Und jetzt wird der Raketenwerfer natürlich absolut Deluxe. Bist du mal tot? Oh, fuck. Na? Ich freue mich schon, wenn wir einen Sniper haben. Zack, zack, zack. Oh, fuck. So, bitte Antibiotikum, bitte. Bitte. Nein. Na, kommt. Ah, oh, Biohazard. Ach, du auch? Ja, Scheiße. Grüß. Na komm. Okay. Warum bin ich manchmal so langsam? Die fallen aber gut jetzt gerade. Level up, boah, nur noch 3 Level bis Level 60. Ja. Haben wir gewonnen. Kommt eine Chemiestation und dann geht's rund. Oh, warte mal. Damit ich. Kein Bock zu sterben. Oh, keine Pfeile. Dann lass das. Die Muddis, ich hab die Ehemänner hier von denen. Och. Drei Schwein. Oh, schön, drei Pfeile nur noch. Ey, wie kann das denn? Oh, ich hab ein Bierchen. Das war's. Dios. Sehr gut. Meine Ausdauer mal ein bisschen. Leidet. Schön die Schulter. So. Yeah. Noch ein Flash. Nö. Bisschen nett. Oh. Shotgun liegt ja noch drin. Broken Flash nehme ich nicht mit in die Shotgun. Shotgun? Nein. Nur die Slugs. Ah, Slugs wäre ja cool. Slugs haben wir auch, gell? Das wäre auch wieder Geld. Habe ich noch gar nicht getestet. Ich habe nur die normalen mal getestet gehabt. Die waren echt gut. Da. Wir sollten aber die Leichen. Ne, ich hole jetzt das Bäume. Die sind für Knochen halt gut. Also mit den Knochen, dass du da schön wie Perkins und Ducktape und so weiter rausmachen kannst. Ja. Das ist laut, jetzt stimmt, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich dachte, mit dem Leiter schlagen, das haben die mit dem PvP gemacht. Da war das immer so extrem. Ich höre dich nicht, aber. Halt das aus. Ich höre den Kaiser nicht. Oha. Soll ich dir mal was 4.400 Holz. Was denn? 18 Minuten. Wir wollten darauf achten. Ja, wir wollten auf die Zeit achten. Auch wenn ihr es gibt, wenn wir überziehen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.